Ja, ich stehe hier vom Triebwagen VT50508 der AVL. Den haben wir im Februar 2022 von der UAE übernommen. Vorher ist er ja bei der UAE im Museumsdienst unterwegs gewesen seit 49 Jahren. Also der hat nächstes Jahr sein 50. Museumsbahnjubiläum. Ist meines Wissens nach der einzige Wismarer, der in seiner gesamten Lebenszeit dauerhaft im Einsatz war, also mit Ausnahme der Hauptuntersuchung halt, und auch nie seine Heimat verlassen hat. Der ist gekauft worden von der Kleinbahn Winsen-Ebendorf-Hörpel 1937 und ja, ist dann zur UAE gekommen, wurde da als VT0508 eingereiht, ist seit 1973 dann für den Verkehrsverein Soltau gefahren, unter UAE-Regie, später unter Eriks-Regie. Ja, was soll man sagen zur Technik? Die Ford-Motoren waren irgendwann ein wenig sehr reparaturanfällig. Und in den Ende der 90er Jahre hat man viel hin und her überlegt, was man macht. Und ja, letztlich hat er jetzt an diesem Ende, wo ich hier stehe, einen Mercedes-Motor gekriegt, einen Dieselmotor mit einem Void-Wendegetriebe. Ja, hoffe ich mal, dass er uns viele, viele Jahre hier noch im Museumsdienst unterstützt und bereitsteht. Irgendwo kommt aber ein Überwacher, da ist er.
kann man abwürgen, ja? Jo. Lüneburg, hier ist Lüneburg.